Morgen, happy Weekend. Ich dachte, ich nehme euch mal wieder mit. Ich habe ja im Urlaub so ein bisschen gevloggt und bin wieder so ein bisschen reingekommen. Mal gucken, ob ab und zu mal ein Vlog kommt. Heute versuche ich auf jeden Fall mal zu filmen. Ihr wisst nicht, wie viele Vlogs ich schon angefangen habe zu drehen und dann vergessen habe. Ja, deswegen gucken wir mal. Aber jetzt gehe ich erstmal in die Küche und mache leckeres Essen. Pablo hat schon Salsa angemacht, wie jedes Wochenende. Ich mache gerade Pancakes. Es ist Samstagmorgen. Da hatte ich irgendwie Lust drauf. Und zwar habe ich ein Rezept genommen aus diesem Buch hier. Weil ich jetzt immer so koche und backe, dass wir das alle zusammen essen können. Und ich finde das Rezept voll gut. Das ist das erste Rezept in dem Buch für Pancakes. Da ist nicht viel drin. Aber guck mal, wie fluffig die sind. Es ist nur Banane, Mehl, Hafermilch und ein bisschen Backpulver. In meinem Fall habe ich auch noch ein bisschen Natron dazu gegeben. Dann werden die halt richtig schön fluffig. Das sind jetzt unsere und die für meine Tochter mache ich immer klein, dass sie die mit einer Hand gut essen kann. Ich habe euch ja schon tausendmal das hier gezeigt, zumindest bei Instagram. Ich liebe das als Nutella-Alternative. Nur von Naughty Nuts Schoko Crush schmeckt so lecker. Und ich habe letztens das hier entdeckt bei DM, glaube ich. Freche Freunde, Haselnussmus, Doppelbanane, Kakao. Richtig lecker. Vegan, ohne viel Schnickschnack. Kann ich auch sehr empfehlen. So, und hier ist die Mini-Ausführung. Und dann mache ich da immer so ein bisschen entweder Apfelmark oder heute habe ich das hier benutzt, Pfirsichbanane. Upsi! Danke. Wir haben zu Ende gegessen. Es war richtig lecker und meine Tochter hat es auch richtig gut geschmeckt. Und jetzt habe ich gar nicht mehr geschafft, mich zu melden. Ich bin jetzt auf dem Weg zu meiner Friseurin. Ich wollte vor Monaten da schon hin, habe es nie geschafft. Ich erzähle gleich nochmal, was wir machen, aber ich wollte euch mal zeigen, wie hübsch das hier aussieht. Habe ich ein bisschen was filmen können, weil ich hier im Auto mir quasi wie so eine Ablage Stativ gebaut habe. Ich finde es auf jeden Fall wunderschön, diese Weiden hier. Ich bin jetzt auf jeden Fall da und wie gesagt, ich wollte vor Monaten schon kommen, weil meine Ansätze müssen auf jeden Fall mal nachgefärbt werden und eigentlich, beziehungsweise wir machen das so, wir hellen halt das immer quasi im Ganzen auf, indem wir kleine feine Strähnen machen. Und dann tönen wir das Ganze aber so ein bisschen dunkler und kühler ab. Und das haben wir jetzt aber eben schon Monate nicht mehr gemacht. Plus habe ich auch ja, dementsprechend schon lange keinen Schnitt mehr drin gehabt, nur was ich eben selber mache. Ich glaube, den Haaren geht es ganz gut. Ich bin gespannt, was sie gleich sagt. Aber ich hätte mal wieder Bock auf so eine richtige Frisur. Gerade dadurch, dass ich sie jetzt so wie heute viel Luft trocknen lasse, will ich halt, dass das dann auch nach einer Frisur aussieht. Ich habe natürlich mal wieder nicht geschafft, irgendwas abzufilmen, wenn wir mal so viel quatschen. Aber so sehen meine Haare aus. Ich bin mega happy. Wir haben die Haare erst wieder heller gemacht, also aufgehellt in ganz feinen Strähnchen und dann schön abgetönt, kühler und ein bisschen dunkler. Und dann wollte ich heute, dass wir vorne so richtig schön stufig machen. Ich finde, das sieht voll hübsch aus, so ein bisschen 90s Friends Rachel mäßig. Und mag das so ganz gerne, vor allem, weil ich die Haare ja jetzt viel so geföhnt trage. Genau, jetzt geht's zurück zu meiner Family. Ich habe, das ist voll krass hier, ich habe bei Flink bestellt. Einfach hierher, das ist so praktisch, weil wir noch einkaufen mussten. Es hat jetzt alles länger gedauert. Und so konnte ich quasi, während ich das habe einwirken lassen, konnte ich bestellen und dann kam das an und jetzt muss ich nochmal einkaufen gehen. Es regnet nämlich. Jetzt geht's nach Hause. Guckt mal bitte, wie glänzend. Ich bin richtig happy. Ich blende euch mal hier ein, sie hat so ein Sea Salt Spray benutzt. Ich finde die immer schlimm.
Das hier gibt mir einfach so ein bisschen Griffigkeit, aber man spürt es nicht in den Haaren. Das muss ich jetzt sofort online bestellen. Gemacht. Es ist übrigens schon eine Woche, glaube ich, her, seit ich beim Friseur war. Und ich muss sagen, ich bin wie immer super happy mit dem Ergebnis. Wir machen ja immer nur so ganz feine Strähnen und Tönen drüber. Kühl und dunkler. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das an dem Shampoo liegt, was ich gerade benutze. Ich finde gerade hier oben im Jackhaar ist viel von der Farbe schon wieder raus und es ist relativ hell. Ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt, es ist hier relativ hell ist und hier so ein bisschen die Farbe besser erhalten ist. I don't know. Heißt aber, ich muss mal wieder meine Haarmaske rauskramen. Die werde ich euch hier einblenden. Das ist diese Maria Nila Haarmaske Coco Intense, heißt sie, glaube ich. Und die ist jetzt bei mir alle gegangen. Die ist super, die funktioniert für mich toll, weil die pflegt meine Haare und gibt ihr aber eben diese eher dunklere, kühlere, braune Farbe und hält halt ein bisschen. Ist jetzt natürlich keine Farbe in dem Sinne, aber ja, ist wie so eine, für mich wie so eine ganz leichte Tönung. Also wäscht sich nach ein paar Haarwäschen wieder raus. Ich bin aber damit sehr zufrieden, weil ich nicht andauernd tönen muss, weil wie gesagt, meine Haare halten Farbe nicht besonders gut. Dann vielleicht, bevor ich euch zeige, was ich zeigen wollte. Ich habe die heute gewaschen, die Haare, und geföhnt und dann habe ich sie mal gelockt. Mache ich meistens nicht so, aber da ich heute schon gefilmt habe, habe ich das gemacht. Und zwar habe ich den GHD Curve benutzt, so einen Lockenstab, der so ein bisschen, so ein konischer Lockenstab, also ohne Zange. Und der ist oben ein bisschen schmaler als unten. Und ja, dann kriegt ihr solche Locken. Es ist heute super heiß, deswegen hält es bei mir nicht allzu gut. Aber ich habe es auch schon so ein bisschen rausgekämmt, weil ich wollte keine kleinen Locken, sondern das Ganze so ein bisschen natürlicher und eher so größere Wellen. Genau, damit auch so ein bisschen die Länge nicht verloren geht. Kleid und das ist eigentlich auch ein Kleid. Das ist beides von den Other Stories. Und das hier ist so ein Maxi-Kleid. Ich liebe diesen Stoff. Der ist super leicht, luftig. Ich liebe die Farben. Das ist so bunt. Das habe ich gerade voll Bock drauf. Ich habe auch die dazugehörige Tasche. Die liebe ich auch abgöttisch. Und ja, das jetzt dazu. Genau. Dann habe ich bei Douglas bestellt. Da war irgendwie, ich glaube, 20% Rabatt. Und da habe ich zugeschlagen, weil ich ein paar Sachen kaufen wollte und dachte, ich mache mal einen kleinen Haul für euch. Das erste ist nämlich der Lip Liner, den ich heute auch aufgetragen habe. Ich habe einfach eingegeben Lip Liner und dann habe ich mir nur die angeguckt, die man nicht anspitzen muss. Und da gab es gar nicht so viele, aber es gab diese Marke Dominique und ich glaube, dass das eine YouTuberin aus den USA ist. Hier steht aber Made in Korea. Immer für mich ein Qualitätszeichen. Und das ist eben ein Lip Liner, den man nicht anspitzen muss, den man einfach hochdrehen kann. Bisschen wie viele Augenbrauenstifte, wie so ein Dreieck geformt. Und ich mag die Farbe und den Lip Liner und alles sehr gerne. Also ich habe das jetzt die letzten Tage schon probiert, ist jetzt nicht heute angekommen oder so. Aber ich dachte, ich zeige es euch. Der heißt Creamy Fill and Define Lip Liner und der Ton heißt Nudie. Und dann habe ich mir auch ein Video angeguckt und sie meinte, dass das eben so konzipiert ist, dass man den auch als Lippenstift tragen kann. Und deswegen ist er nicht ganz so fein, sondern so ein bisschen größer gestaltet, dass man den auch komplett benutzen kann. Habe ich auch heute gemacht. Ist ein richtig hübscher Ton. Ich zeige es euch nochmal so auf der Haut. Also ich fand, online kam das nicht so gut raus, aber ich finde, das ist ein richtig hübscher, mittelbrauner Ton. Auch warm, leicht pfirsichfarben. Genau, perfekt, wie ich es mir vorstelle, super cremig, hält ziemlich lange,
Das Einzige ist, dass ich die Verpackung ziemlich billig gehalten fand. Sie meint, sie wollte das extra so durchsichtig, dass man weiß, was das für eine Farbe ist. Aber ich finde, vielleicht hätte ich dann den Deckel in der Farbe gestaltet oder so. Ich finde das nicht so hübsch, zumal man dann auch öfter mal das vielleicht irgendwie so hat und dann irgendwie die Farbe an den Deckel kommt und dann sieht das vielleicht auch schnell so ein bisschen oll aus. Aber Produkt an sich finde ich super. Nachgekauft habe ich mir den Chanel Liner in der Farbe Rose Naturell 158 und der hat hier am einen Ende so ein Pinselchen. Dachte ich immer, brauche ich nicht, finde ich aber ganz cool, wenn man den eben wie den anderen als Lippenstift auch benutzen will. Und die mag ich sehr gerne. Also den habe ich mir jetzt nachgekauft und der ist ein bisschen heller und rosiger. Und ich kann den mal so leicht hier in der Mitte auftragen. Den mag ich super gerne auch so zum Herbst hin. Da mag ich so ein bisschen eher so Rosenholztöne. Und die beiden passen auch gut zusammen. Also man kann auch den als Lip Liner benutzen und damit dann die Lippen auffüllen. Die sind auch super creamy. Die muss man anspitzen. Aber die halten einfach richtig, richtig gut. Die haben richtig hübsche Farben. Sieht natürlich auch wunderschön aus. Deswegen habe ich mir den nachgekauft. Lip Liner ist, glaube ich, das Produkt nach Augenbrauenstiften, was am allermeisten bei mir alle geht. Dicht gefolgt von Concealer tatsächlich. Also da habe ich in letzter Zeit echt viele aufgebraucht. Und ich habe einen absoluten Klassiker nachgekauft. Das ist NARS Radiant Creamy Concealer. Ich habe mich für die Farbe Custard Medium 1 entschieden. Und muss auch sagen, dass die Farbe ganz gut passt. Meine Hand ist wesentlich dunkler als mein Gesicht. Deswegen sieht das jetzt vielleicht ein bisschen hell aus. Aber die Farbe passt auf jeden Fall gut. Und das ist ja so ein absoluter Klassiker. Einige Jahre hat man gefühlt nur den auf YouTube gesehen. Und ich habe ihn im letzten Jahr wieder mehr gesehen, dachte ich, muss den noch mal probieren. Ich fand den irgendwie damals jetzt nicht so super aufregend. Ich glaube, was viele daran mögen, ist, dass man, und ich habe heute nicht abgepudert unter dem Auge, dass man den nicht abpudern muss. Also der trocknet relativ matt, aber nicht so trocken, man sieht trocken aus matt, sondern einfach so vom Finish, dass es erstens nicht irgendwie ölig aussieht. Das finde ich nämlich unter den Augen ein bisschen merkwürdig. Und zweitens kriegt es nicht in die Falten. Also ich habe damit wirklich gar kein Problem und das habe ich eigentlich immer. Die Farben sind toll. Das Einzige ist, ich brauche davon sehr viel Produkt. Das war damals schon so und ist jetzt auch wieder so. Also ich finde, der geht sehr schnell alle. Und ich finde auch, dass der nicht besonders stark deckt. Also das ist eher was für jemanden, der eine leichte bis vielleicht mittelstarke Deckkraft braucht, aber nicht jemand, der möchte, dass es extrem abdeckt. Also ich finde, das stimmt nicht. Also das ist dafür nicht geeignet. Aber für mich, ich trage ja so im Alltag keine Foundation, ist es dann super, weil so sehr stark deckend wäre mir dann zu viel. Und dafür ist das super. Der hält lange und wie gesagt, ich muss nicht abpudern. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hiermit nicht meine schöne Couch ruiniere. Und dann habe ich mir 3 Düfte von Jo Malone gekauft. Ein für mich, 2 als Geschenk. Den von mir, den habe ich jetzt im Bad stehen und meine Tochter schläft, deswegen rede ich übrigens auch gerade so gedämpft und leise. Deswegen kann ich jetzt nicht ins Bad, aber ich habe mir gekauft den Dark Amber und Ginger Lily. Das ist aus dieser Cologne Intense Linie, also die eher stärkeren, dunkleren Flakons. Der ist toll. Also ich liebe ja den Myrrh und Tonka und ich freue mich so auf Herbst und Winter und den rauf und runter zu tragen. Und der Dark Amber und Ginger Lily geht in eine ähnliche Richtung, hat aber nicht so dieses Süße. Also Amber ist ja meistens sehr, sehr süß. Der ist eher so ein bisschen trockener, würzig, holzig. Geht in diese Eccentric Molecule 01 Richtung. So ein bisschen Zedernholz und ja wirklich so, als würde man durch den Wald laufen. Und dann hat er aber so ein bisschen das Würzige. Da ist Ingwer drin, rosa Pfeffer, der bitzelt auch so ein bisschen in der Nase. Und die Basis aber ist aber schön weich und warm und dadurch ist er nicht so super maskulin, sondern wirklich toll unisex. Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Pablo den trägt. Den finde ich toll. Und was ich daran auch, ich persönlich gut finde, das war nicht meine Tochter, falls ihr das gerade gehört habt, der ist nicht so extrem. Also vielen ist der dann vielleicht nicht
stark genug, aber mir wäre es zu viel. Ich brauche was, was trotzdem irgendwie gemütlich, kuschelig riecht und ich so auftragen kann, ohne dass es mich nervt oder ich Kopfschmerzen bekomme. So, und dann habe ich aus der gleichen Linie einen für Pablo gekauft. Und zwar ist das der Vetiver and Golden Vanilla Cologne Intense. Wunderschönes Packaging, wunderschöner Duft. Wenn ihr Encre Noir mögt, Sycamore aus der Privé-Linie von Chanel, heißt die Les Exclusives? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ne, aus dieser Linie, also wenn ihr Vetiver mögt, und zwar den guten Vetiver, den würzig-warmen Vetiver, dann kann ich euch den hier empfehlen. Der ist eine sanfte, weiche, elegante Variante von Vetiver. Also man riecht, finde ich, auf jeden Fall den Vetiver raus. Und hier ist aber eben auch Vanille drin. Und das finde ich eine ganz tolle Kombination, weil der dadurch eben nicht so kratzig, erdig ist, sondern so was Smoothes und so eine Leichtigkeit behält. Ist auf jeden Fall auch kein Beast Mode, aber der hält sich echt gut. Der hält sich auch besser als der Dark Amber und Ginger Lily. Und als ich den, also ich hatte mir ein kleines Sample bestellt, als ich ihn aufgesprüht habe, wusste ich sofort, dass Pablo der Duft gefallen würde. Und ich habe ihn dann schnuppern lassen und er meinte, was ist das? Oh mein Gott. Deswegen habe ich das für ihn bestellt. Und dann auch noch als Geschenk Earl Grey and Cucumber. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt hier gar nicht draufsteht. Aber ist auch von Jo Malone aus der normalen Serie. Ich finde die so hübsch, die Verpackungen. Und genau, das ist ein Geschenk. Das ist ein Duft, den stellt man sich vielleicht anders vor, ich weiß es nicht. Earl Grey ist für mich ja schon herb, leicht blumig durch die Bergamotte. Und Cucumber frisch, spritzig, aquatisch. Der ist für mich aber überhaupt nicht aquatisch. Der geht für mich eher in so eine ganz klassische Cologne-Richtung, wie man sich das auch bei vielen Männerdüften vorstellt und auch wie man es viel findet. Also der ist definitiv unisex. Ich hätte ihn mir würzig wärmer vorgestellt, aber der ist gar nicht warm. Ich finde, dass das eher geht in die Richtung von diesem Dark Amber Ginger Lily, aber ohne den Amber. Der hat so was Herbes von diesem Earl Grey Tea und schon eine Frische von der Gurke, aber man riecht nicht die Gurke. Oh mein Gott, ich rede schon vor lange. Ich könnte immer so lange über Parfum reden, aber ja, auf jeden Fall ist das eher so ein herber Teeduft, der aber auch eine starke, finde ich, typische Jo Malone Holzig-Würzigkeit hat. Ja. Ich glaube, ich mache jetzt hier mal Schluss, oder? Das ist ja Wahnsinn. Ich wollte eigentlich heute noch den ganzen Tag mit euch filmen, aber ich glaube, ich muss jetzt hier mal einen Cut setzen. Okay. Also ihr seht, ich komme gerade erstmal so wieder rein ins Vloggen, aber ich hoffe trotzdem, dass das Video euch gefallen hat und dass ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann. Ciao.